Hey Skatfreunde, Freitag ist traditionell Rätseltag und heute möchte ich die Gelegenheit nicht nur nutzen, euch das tagesaktuelle Rätsel, wenn der Waldspecht dreimal klopft, zu empfehlen. Eine Partie vor wenigen Wochen bei der deutschen ISPA-Einzelmeisterschaft gespielt. Ganz interessantes Motiv. Aber heute soll es auch das Lösungsvideo geben zum Rätsel der letzten Woche mitten ins Herz von Andreas Erb, denn das war schon wieder ein Rätsel, Schwierigkeit. Kategorie 4 mit anderen Worten, da ist schon wieder ein wenig Glück und auch Übersicht mit einem Zauberzug nötig. Und ja, hier gibt es die Auflösung und vor allen Dingen gehe ich auch der Frage mal nach, kann man darauf kommen? So, trotz Magerquark im Skat entscheidet sich Hinterhand für Grang. Mit 20 Augen im Keller und vielen Chancen greift er nach der Taube auf dem Dach. Verbrennt er sich die Finger? Selbstverständlich wird er sich die Finger verbrennen. Heißt also, der Grang ist schon ein wenig riskant. Dennoch wird er bei der vorliegenden Verteilung mit verteilten Bauern sehr, sehr häufig gewonnen. Ja, und wenn wir auf unser Blatt schauen, Hinterhand spielt ohne Gegenreiz zum Grang. Naja, richtig groß Hoffnung hat man üblicherweise nicht. Auch das Ausspiel ist hier, sagen wir mal, alles andere als zwingend, ne? Das muss es hier fürs Rätsel aber auch nicht sein. Man kann sich ja hier so ein bisschen dahin probieren und dann ist auch schnell die Verteilung bekannt und dann sieht man auch, dass das ein plausibler Grang ist. Also am echten Tisch selbstverständlich nicht zwingend, dass wir hier die Siegkarte treffen mit dem Pik Ass. Ja, unser Partner hat einen Buben, ansonsten nicht besonders viel, aber immerhin kein Kreuz und das ist hier in dem Fall ganz egal, ob der hier sogar den Pik König, die Dame oder auch mal nur die Acht reinlegt. Allein Spieler muss bedienen und wir würden jetzt, wenn wir schon mit dem Pik Ass gestartet haben, wahrscheinlich auch die Pik Lusche nachspielen, um ja den Alleinspieler dann in Mittelhand zu bringen, idealerweise, und mal zu gucken, was daraus entstehen kann. Das ist zumindest logisch. Partner geht vielleicht nur mit der Dame ran, weil er natürlich die Pik 10 beim Alleinspieler weiß. Jetzt stellt sich raus, dass die gedrückt ist. Das heißt, dass wir hier eine glückliche Eröffnung getroffen haben. Alleinspieler wirft eine Kreuz-Lusche ab. Nicht ganz unwichtig für das, was jetzt folgt. Denn auf den Pik König, den sechsten Pik und wahrscheinlich auch den letzten, auch wir können erahnen, dass die Pik 10 wohl gedrückt ist, fliegt eine weitere Kreuz-Lusche und wir stehen vor der Aufgabe, uns hier zu entscheiden, jetzt schon schmieren oder jetzt erstmal irgendwas abwerfen. Und selbst in dem Wissen, dass der Alleinspieler kein Karo hat, ist das Karo Ass hier eine Schmierung, die uns nicht zum Sieg verhilft, auch wenn tatsächlich am echten Tisch, wenn wir schmieren wollen, sogar die Kreuz 10 naheliegender sein könnte. Nein, wir müssen tatsächlich so ein bisschen antizipieren und das kann man daran, dass der Alleinspieler hier zwei Kreuz Luschen abwirft, auch schon so ein bisschen ahnen, dass der möglicherweise eine kleine Bubenschwäche hat, ne? Also ein kleines Tempoproblem, denn wir haben selber Kreuz 10 König Dame und ist das so logisch, dass er hier wahrscheinlich aus dem Ass zu dritt oder zu viert zweimal abschmeißt, auch wenn er sie natürlich günstig los wird, wenn er vielleicht die drei oberen Buben hätte. Es ist ja klar, dass er im Zweifel ins Risiko geht, gegen unseren Karo Buben noch was abgestochen zu bekommen. Und so gesehen, wenn wir hier diese Bubenschwäche schon so ein bisschen antizipieren, dann empfiehlt es sich auch oder dann wird es deutlich logischer, hier noch die Füße stillzuhalten, nicht einfach quasi wahllos oder willenlos ein Volles reinzulegen, sondern den Herzkönig, diese gefährdete Bildkarte, erstmal zu entsorgen. So, jetzt muss unser Partner natürlich die Stechfarbe treffen. Das ist aber auch aus seiner Karte heraus absolut logisch, dass er in die lange Farbe greift, also jetzt Karo öffnet. Und jetzt ist der Alleinspieler im idealen Weg tatsächlich gut beraten, einzustechen. Wenn er das nicht tut, wenn er noch eine Kreuzlusche abwirft, dann gibt es danach die Kreuz 10 mit Vorstich und dann fliegt ihm das Spiel so rum um die Ohren. Und hier stellt uns der Alleinspieler quasi eine Aufgabe, die die meisten Spieler, muss man ehrlich wohl sagen, an der Stelle nicht bestehen würden. Denn man kann hier das Spiel nicht gewinnen, wenn man ein bisschen arglos, naiv oder einfach wie 10.000 andere auch die Karo Lusche mit reinlegt. Denn dann wird der Alleinspieler einen Buben rausspielen und unser Partner kommt ran, die Buben sind verteilt und muss uns dann ins Karo Ass einspielen, wodurch wir dann eben antreten müssen und einfach ein paar Stiche weniger machen, als wenn wir mit genau der Überlegung, mit der Überlegung, die wir eben schon angestellt haben, dass wahrscheinlich noch ein Bube bei unserem Partner sein muss, jetzt hier den kongenialen Opferzug mit dem Karo Ass durchführen. Dass man beim Grang aus genau diesem Grund auch mal ein Ass schmieren kann, auch vielleicht sogar auf ein Kreuz Buben legen oder kann. Dieses Motiv
sehen wir hier nicht das allererste Mal, aber ich finde in dieser Partie ganz interessant, dass das noch wirklich sehr verdeckt ist. Also hier muss man noch für den Partner mit um die Ecke denken, dass der den einen Buben haben muss, dass das idealerweise auch der Kreuzbube sein muss. Also das sieht hier jetzt nicht so offensichtlich und super natürlich aus. Umso interessanter ist es natürlich in diesem Rätsel. Und jetzt spielt es sich plötzlich nach diesem Befreiungszug wie von alleine. Alles, was ihr vorher probiert habt und was nicht zum Ziel geführt hat, das ergibt sich hier plötzlich. Wir haben den gordischen Knoten gelöst. Alleinspieler ist gut beraten, jetzt den Buben zu spielen, und obwohl die Buben verteilt kommen, können jetzt eben, kann dieser volle reingeholt werden und noch ein bisschen mehr, denn jetzt sind eben nicht wir am Stich und müssen den Alleinspieler einspielen, sondern unser Partner kann noch zwei weitere Stiche machen. Da geht erstmal die Kreuz 10 rein, das Herzbild rein, und jetzt bekommen wir sogar noch die Herz 10 mit einem weiteren Bild von uns und sind damit im Idealfall bei 62 Augen gelandet. Ja, und so gesehen, wenn man grundsätzlich ein bisschen mit offenen Augen durch die Skat, Spiele geht, dann ist das nichts, was absolut unmöglich ist, rauszufinden. Aber dennoch glaube ich, dass man da auch wirklich schon so ein bisschen dieses Training für braucht und dieses sehr wache Auge, und dass auch die Rätsel genau helfen, euch auf solche Situationen mal vorzubereiten. Und wenn es nur ist, dass ihr den Zug überhaupt mal in Erwägung zieht oder überhaupt mal gesehen habt, und dann muss man ja auch manchmal sehr lange spielen, bis es zu einer Situation kommt, in der es sich lohnt, so etwas mal auszuprobieren, so etwas mal einzusetzen. Hoffe dennoch, dass euch die Situation, das Rätsel und auch das Video gefallen hat. Spielt jetzt bitte ganz viel Skat am Freitagabend, am Wochenende. Kommt gerne mit neuen Rätselvorschlägen auch um die Ecke, so wie der Andreas. Ganz fleißiger Ideengeber, der sich deshalb jetzt hier auch sein Avatar und seinen Steckbrief verdient hat. Es sind also ganz viele verschiedene Rätselideengeber, wie ihr hier ja auch seht, und davon lebt das Forum. Ihr könnt auch dazu beitragen, dass wir hier regelmäßig Rätsel sehen, auch frische Rätsel von frischen Namen. Also traut euch gerne, schreibt mir eure Vorschläge an daniel@skatinsel.de. Analysiert gerne schon einmal vorweg mit dem Analysetool oder lasst mich das übernehmen, und dann schauen wir, ob wir auch von euch demnächst mal ein Rätsel dabei haben. Also, macht es gut und wie immer, gut platt.